und ausdrücklich klar zu machen, dass das, was am Donnerstag passiert ist, dass das, was letztes Jahr am Freitag passiert ist, in Heidenau, in Meißen und in all den anderen Orten rassistischer Gewalt niemals normal werden kann, niemals normal werden darf, auch wenn es in Sachsen inzwischen der rassistische Normalzustand ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr heute Abend da seid und eine klare Haltung einnehmt und sagt, no Passeran, nein zu Rassismus. Und wie jeder Einzelne von uns an die Polizei haben darf, ist nicht, dass die Polizei sich heute wie in Chemnitz hinstellt und sagt, die Geflüchteten seien... Und du trägst daran mit Schuld. Ganze Städte und Landstriche sind geduldete Pickrauzonen für Hetze und Brandstift. Bürgermeister Funkel brauchte nicht lange, um gegen die Medien zu äußern, dass sich dabei ja ohnehin nicht um die Klausel zu gewinnen gehandelt hätte. Ich habe gesagt, wir sind eigentlich da, um einfach mal zu sagen, das, was am Donnerstag passiert ist.